Das war Absicht. Natürlich war das Absicht. Selbstverständlich war das Absicht. Absicht. Absolut Absicht. Ich grüße euch, die ihr auf Halloween wartet oder jetzt schon feiert. Mein Name ist Tony Richter und ich sende euch gruselige Grüße aus der Stadtbibliothek Dauphach. Heute lesen wir ein Märchen von den Gebrüdern Grimm, das da heißt, von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Um etwas gruselige Stimmung aufkommen zu lassen, machen wir das und dann machen wir das. Viel zu laut. Himmel nochmal. Das war eine Warnung. An all die Kleinen unter euch, seht, dass ihr ein Elternteil oder ältere Geschwister in der Nähe habt. Um dieses Buch zu lesen, werde ich jetzt von meiner gruseligen Stimme zu meiner langweilig normalen Stimme wechseln. Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen. Und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es stets der Älteste ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar nachts etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl, ach nein, Vater, ich gehe da nicht dahin, es gruselt mir, denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schauderte, so sprach die Zuhörer manchmal, ach, es gruselt mir, ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in einer Ecke, hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen alle, es gruselt mir, es gruselt mir, mir gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach, hörst du, in der Ecke dort, mein Jüngster, du wirst groß und stark, du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich da Mühe gibt? Aber an dir ist der Hopfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er, ich will gerne etwas lernen. Ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, dass mir's gruselte, denn davon verstehe ich noch gar nichts. Ja, der Älteste lachte, als er das hörte und dachte bei sich, du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart. Aus dem wird mein sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss ich bei Zeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm, das Gruseln, das sollst du schon bald lernen. Aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre, er wüsste nichts, nichts zu lernen. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen. Oh, wenn's weiter nichts ist, antwortete der Küster, das kann er bei mir lernen. Bringt ihn nur zu mir, ich will ihn schon abholen. Der Vater war zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zu bestürzt. Der Küster nahm ihn also mit ins Haus und er musste die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte ihn um Mitternacht der Küster, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du sollst schon was lernen, was Gruseln ist, dachte er, ging heimlich voraus. Und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe,
dem Schaloch gegenüber eine weiße Gestalt stehen. Wer da? Rief er. Aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. Gib Antwort, rief der Junge. Oder ich mach, dass du fortkommst. Du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen. Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal. Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist, oder ich werf dich die Treppe hinunter. Der Küster dachte, das wird so schlimm nicht gemeint sein, und gab keinen Laut von sich und stand, als wäre er Stein. Da rief ihn der Junge zum dritten Male an, und als auch das vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es 10 Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocken, ging heim, legte sich hin und schlief fort. Die Küsterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst, sie weckte den Jungen und fragte, weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen. Nein, antwortete der Junge, aber da hat einer dem Schaloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben wollte und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, ihr werdet sehen, ob er es gewesen ist, und wenn, dann sollte es mir leid tun. Die Frau sprang sofort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und sich ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zum Vater des Jungen. »Euer Junge«, rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet. Meinem Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, und dass er ein Bein gebrochen hat, schafft den Taugenichts aus unserem Hause.« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. »Was sind das für gottlose Streiche? Die muss dir der Böse eingegeben haben.« »Armer Vater«, antwortete er, »hört nur zu, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht, wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wusste nicht, wer es war, und habe ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen.« »Ach«, sprach der Vater, »mit dir erlebe ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.« »Ja, Vater, recht gerne. Wartet nur, bis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich annähern kann.« »Ach, lerne, was du willst«, sprach der Vater. »Mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Taler. Geh damit in die weite Welt und sag keinem Menschen, woher du bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen.« »Ja, Vater, wie ihr es haben wollt, wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht beachten.« Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine 50 Taler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer wieder vor sich hin, »Wenn es mir nur gruselte, ach, wenn es mir nur gruselte.« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, so dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, »Siehst du, dort ist der Baum, wo 7 Schurken erhängt sind. Und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich nur darunter und warte, bis die Nacht kommt. So wirst du schon das Gruseln lernen.« »Och, wenn weiter nichts dazu gehört«, antwortete der Junge, »das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du deine 50 Taler haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir.« Und da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihm fror, machte er sich ein Feuer an. Und als der Wind die Gehängten da oben gegeneinander stieß, dass sie sich da so hin und her bewegten, so dachte der Junge, oh, du frierst hier unten bei dem Feuer, es mögen die da oben erst frieren und wackeln. Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf und knüpfte einen nach dem anderen von den Gehängten los und brachte sie alle 7 herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen könnten. Aber sie saßen da und bewegten sich nicht, und das Feuer ergriff dann ihre Kleider. Da sprach der Junge, »Also nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch gleich wieder rauf.« Die Toten aber hörten nicht und ließen ihre Lumpen anbrennen. Da ward er böse und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen. Ich will nicht mit euch verbrennen.
und so hing er sie die Reihe nach wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm und wollte die 50 Taler haben und sprach, »Nun weißt du, was Gruseln ist?« »Nein«, antwortete er, »woher soll ich's wissen? Die da droben haben den Mund nicht aufgetan und die waren irgendwie so dumm, dass sie ein paar alte Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Da sah der Mann, dass er die 50 Taler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach, »So einer ist mir noch nie vorgekommen.« Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hinzureden. »Ach, wenn's mir nur gruselte, ach, wenn's mir nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht«, antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Was brummst du beständig in den Bart hinein?« »Ei«, antwortete der Junge, »ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand kann mir's lehren.« »Lass dein dummes Geschwätz«, sprach der Fuhrmann, »komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut, »Ach, wenn's mir nur gruselte, ach, wenn's mir nur gruselte.« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, »Ha, wenn's dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.« »Ach, schweig stille«, sprach die Wirtsfrau. »So mancher Vorwitzige hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre ein Jammer und Schade um die schönen Augen, die nie wieder das Tageslicht sehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Wenn's noch so schwer wäre, ich will's einmal lernen. Deshalb bin ich ja ausgezogen.« Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit entfernt stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was Gruseln wäre, wenn er nur 3 Nächte darin wachen sollte. Der König hatte dem, der es wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schloss steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht, die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen zum König und sprach, »Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl 3 Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen.« Der König sah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er, »Du darfst dir noch 3erlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein, und das darfst du ins Schloss mitnehmen.« Da antwortete er, »So bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit einem Messer.« Der König ließ ihm alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden sollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, steckte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn's mir nur gruselte«, sprach er, »aber hier werde ich's auch nicht lernen.« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal abschüren. Wie er so hineinblies, da schrie's plötzlich aus einer Ecke, »Au, miau, was uns friert!« »Ihr Narren«, rief er, »was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch.« Und wie er das gesagt hatte, kamen 2 große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich zu ihm beiden Seiten und sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie, »Ja, Kamerad, wollen wir Karten spielen?« »Warum nicht?«, antwortete er. »Aber zeigt erst mal eure Pfoten her.« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei«, sagte er, »was habt ihr für lange Nägel? Wartet, die muss ich euch erst mal kürzen.« Damit packte er sie bei den Pfoten, hob sie auf die Schnitzbank. »Euch habe ich auf die Finger gesehen«, sprach er, »da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel.« Und er erschlug sie und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die 2 zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten. Immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte, die schrien greulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen.
Das sah er ein Weilchen mit ruhig an. Als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief: fort mit euch, Gesindel! Und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen erschlug er und warf hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken seines Feuers frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam große Lust zu schlafen. Da blickte er sich um und sah in einer Ecke ein großes Bett. Oh, das ist mir eben recht, sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen schließen wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. Oh, recht so, sprach er, nur besser zu. Da rollte das Bett fort, als wären 6 Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab. Einmal hopp, 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 warf es ihn das unterste zu oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen hinfort, stieg heraus und sagte: ach, nun mag fahren, damit wer Lust hat. Und legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König. Und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er: es ist doch schade um den schönsten Menschen. Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach: ach, so weit ist er noch nicht. Da wunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. Ja, recht gut, antwortete er. Eine Nacht wäre herum, die 2 anderen werden auch herumgehen. Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. Ich dachte nicht, sprach er, dass ich dich lebendig wiedersehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist? Nein, sagte er, es ist alles vergeblich, auch wenn es mir nur mal einer sagen könnte. Die 2. Nacht ging er abermals hinauf ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an. Wenn's mir nur groß, bitte. Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Das sachte dann immer stärker. Dann war es ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin. »Hey da!« rief er. »Noch ein halber gehört dazu, das ist zu wenig.« Da ging der Lärm vom Neuen an. Es tobte und heulte, und so fiel die andere Hälfte auch herab. »Warte«, sprach er, »ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen.« Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücke zusammengefahren und es saß da ein ganz gräulicher Mann auf seinem Platz. »Ach, so haben wir nicht gewettet«, sagte der Junge, »die Bank ist meine.« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ sich nicht gefallen und schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten 9 Totenbeine und 2 Totenköpfe, stellten sie auf und spielten Kegeln. Der Junge bekam auch Lust und fragte: hört ihr, kann ich mitmachen? Ja, wenn du Geld hast. Geld genug. Geld hab ich, antwortete er. Aber eure Kugeln sind nicht recht rund. Dann nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie richtig rund. So, jetzt werden sie besser rollen, sprach er. Hey ja, nun geht's lustig. Und er spielte mit, verlor etwas von seinem Geld, aber als es 12 schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. Wie ist es dir diesmal ergangen? Fragte er. Ich habe gekegelt, antwortete der Junge, und ein paar Heller verloren. Hat es dir nicht gegruselt? Ei, sprach er, lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was Gruseln wäre. In der 3. Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich: wenn es mir nur gruselte. Als es spät ward, kamen 6 große Männer und brachten eine Totenlade herbei. Da sprach er: das ist gewiss mein Vetterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist, winkte mit den Fingern und rief: komm, Vetterchen, komm! Sie stellten den Sarg auf die Erde, aber er ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann drin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. Warte, sprach er, ich will dich ein bisschen wärmen. Ging ans Feuer, wärmte seine Hand, legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein,
Wenn zwei zusammen unter einer Decke liegen, so wärmen sie sich. Er brachte ihn zum Bett, deckte ihn zu und legte sich daneben. Über ein Weilchen ward auch der Tote wieder warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge: Siehst du, Vetterchen, hätte ich dich nicht gewärmt. Der Tote aber hub an und rief: Jetzt will ich dich erwürgen. Was? Sagte er. Das ist der Dank? Doch gleich sollst du wieder in deinen Sarg. Hob ihn auf und warf ihn hinein und machte die Decke zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. Das will mir nicht gruseln, sagte er. Hier lerne ich's mein Lebtag nicht. Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. Oh, du Wicht, rief er, nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben. Nicht so schnell, antwortete der Junge, soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein. Dich will ich schon packen, sprach der Unhold. Sachte, sachte, mach dich nicht so breit, so stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker. Das wollen wir sehen, sprach der Alte. Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen. Komm, wir wollen's versuchen. Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug auf den Amboss einen Schlag in die Erde. Das kann ich noch besser, sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich daneben hin, wollte zusehen und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. Jetzt hab ich dich, sprach der Junge. Jetzt ist das Sterben an dir. Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er jaulte und bat, er möge aufhören. Er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt heraus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kästen voll Gold. Davon, sprach er, ist ein Teil den Armen, der andere dem König und der dritte dein. Indem es 12 schlug und der Geist verschwand, so dass der Junge im Finstern stand. Ach, ich werde mir noch heraushelfen können, sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, nun wirst du doch gelernt haben, was Gruseln ist. Nein, antwortete er, was ist's nur? Mein toter Vetter war da, ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, das hat mir keiner gesagt. Da sprach der König, du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten. Das ist alles ganz recht gut, antwortete er, aber ich weiß immer noch nicht, was Gruseln ist. Da ward das Gold heraufgebracht und die Hochzeit gefeiert. Aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte noch immer, wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte. Das verdroß die Prinzessin endlich. Ihr Kammermädchen sprach, ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen. Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen, das sind Fische. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kaltem Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief, ach, was gruselt mich, was gruselt mir, liebe Frau. Ja, jetzt weiß ich, was Gruseln ist. So. Das war eine sehr schöne Halloween. Das war eine sehr schöne Halloween-Einstimmung. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und ihr habt euch ordentlich gegruselt. Ich habe mich kein bisschen gegruselt. Diese Geschichte ist ja nicht sehr gruselig. Hahaha.